Servus Freunde und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Empires. Ja, und ich bin immer noch nicht alleine. Ich habe leider immer noch ein bisschen hier Gesellschaft. Ja. Ja, euch hört man ja nicht los. Immer noch dabei, der Duvi, der Rompe und der Rubber Ducky. Und hi. Ich bin aber zum Glück alleine hier in meinem kleinen Kabuff, hier bei meinen Wikinger. Ich habe jetzt das zweite Schiff fertig gebaut. Und wir bauen jetzt jeder mal so für sich ein bisschen an unseren Projekten weiter. Und ich guck mal hier. Oh. Ich sehe dich nicht. Hier. Ach, da ist Rompe. Jetzt bin ich wieder zurück. Rompe. 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 Hilfe. Da hat er gefixt. Was macht ihr, Alter, schon wieder? Was? Gar nichts. Ja, also ich bin jetzt wieder bei mir und ich baue jetzt natürlich schön brav weiter. Wir haben nichts gemacht. Dieser Rudelbums am Spawn, ey. nee, bei mir im Gebiet, keine Sorge. An meine Zuschauer, ich habe mich jetzt ein bisschen dazu entschlossen, erstmal das Ende der Pyramide sein zu lassen und mich jetzt mal um einen Außenbau zu kümmern. Also. Wenn ich dran denke, blende ich Screenshots ein, aber wahrscheinlich bin ich wie Ente und vergeige das voll. Ja, es war total geil. Und hier ein Screenshot vom Tempel. Next. Aber ich hab's gewusst, ich hab's noch während der Aufnahme, ich mir auch gedacht, ey, das vergisst du jetzt bestimmt. Vergisst man generell, wenn man sich die Videos nicht selber anguckt. Ja, genau. Normalerweise gucke ich sie mir beim Schneiden komplett an. Aber da war es einfach. Das hättest du jetzt nicht sagen sollen. Doch, ich gucke sie mir normalerweise komplett an. Ach, normalerweise, okay. Ich dachte, ich guck sie immer komplett an. Das ist dann ultra peinlich, wenn du was vergisst. Ja. Ja, natürlich nicht. Ich schaue sie mir selten so mal. Und vor allem, sagen wir mal so, hätte man nur eine Episode aufgenommen, wäre es vielleicht noch gut gewesen. Ja, das hätte man sich vielleicht noch merken können. Aber da wir hatten an dem Tag, glaube ich, 4 Episoden halt insgesamt aufgenommen und dachte, vergisst man das halt, was in der ersten Episode alles schon war. Und da ich die danach komplett alle geschnitten und gerendert habe. Schlimm, sowas. Ja, nee, ich habe die direkt alle geschnitten und gerendert danach. Also, sagen hier die Mitte, ist das, das hier ist die Mitte. Hier ist Mitte. 2, 3, 4, 5, 6. Also liebe Zuschauer, ich versuche jetzt hier gerade einen Tempel hinzubauen. Jetzt nochmal einen kleineren. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und ich gehe jetzt so langsam in den Turmbereich rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na, ich glaube, der wird zu groß. 2, 3, 4, 5. Ich wollte den Screenshot von hinten. Ne, bei mir wird er nicht groß, bei mir ist er groß. Hätte ich gerne als Vorschau. Dankeschön. Meiner muss nicht erst groß werden, Fabi. Ich meine Webcam nicht mehr. Rompe, redest du mit dir selbst oder? Der redet immer mit sich selbst. Ich rede immer mit mir selbst, ja. Ach, okay. Ich war mir jetzt nicht so sicher, ob du irgendwie mit uns redest oder gerade sowas von innen. Nee, ich rede immer für mich selber, so kann ich mich besser auf Sachen konzentrieren. Ah. Mein Rompe hat so einen kleinen Kanal, wisst ihr. Wie mache ich das denn am besten? Warte, um immer was auszuwählen. Schlüssel Sandstone. Soll ich das hier so machen wie die hier? Nein, mach ich nicht so. Also ich mach diese Pfeile jetzt hier an der Seite, was ihr gerade bei mir gesehen habt, nicht so wieder unten, weil ich möchte, dass in dem Turmbereich so alles mögliche individuell ist und deswegen möchte ich schauen, halt so viel, also nichts von der unteren Seite zu kopieren hier nach oben, sondern immer echt jede Schicht individuell zu gestalten. Ja. Das versuche ich jetzt hier. Und ich bin jetzt gerade dabei, mir einen Kreis zu ziehen und dafür habe ich mir jetzt mit World Edit mal ganz schnell eine Sphäre gebaut. Also bei mir hat keine geleckt. Geleckt? Nö. Bei mir hat er gerade ein bisschen geleckt. Achso. Nee, bei mir nicht. Ach ja, hab was vergessen. Sind das 3? Sieht aus wie 2. So, dann muss ich jetzt hier nämlich, ich habe jetzt hier eine Sphäre gezogen, um einfach einen Kreis gut und sauber hinzukriegen, ohne jetzt hier ewig rumzuprobieren, wie am besten ein Kreis aussieht. Und ich denke mal, so wird das ganz gut getroffen sein. Habe ich jetzt so gemacht, habe einfach eine Sphäre gezogen und schon habe ich einen Kreis. So. Guckt jemand von euch eigentlich auf die Zeit? Also sowas wie für Kreis ist perfekt, vor allem wenn du mal etwas Großes hast. Um 2 Uhr machen wir einen Cut, machen wir Schnitt, würde ich sagen. Ente? Ja. Du weißt, dass die Sphinx asymmetrisch ist? Keine Ahnung, ich habe die nicht gebaut. Oder sieht die jetzt noch mal, die sieht noch auf meinem Screenshot asymmetrisch aus. Wieso sieht die nur auf meinem Screenshot asymmetrisch aus? Ja, ich habe die nicht gebaut. Ich habe die, Mac hat die gebaut. Nee, die sieht nur auf meinem Screenshot asymmetrisch aus. Also, Grüße an Mac, ey. Ich benutze seine Vorlage so.
Die steht auf unserem TGP Community Server. Für den man sich im Abo-Dorf bewerben kann, wenn man Abonnent ist von uns. Natürlich. Dazu natürlich muss man uns abonnieren. Von tierisch gute Let's Plays auf YouTube. Zu YouTube finden unter das YouTube das. Ja, genau. Ich habe gar nicht irgendwie Werbung in eigener Sache gemacht wird. Nein, gar nicht. kann ich eigentlich eure Links bei meinen Videos wieder rausnehmen? Weil nein, die müssen noch drinnen bleiben wegen rechtlichen Gründen. Weil wenn das Rechte sehen, dann bist du dran, weißt du. Wenn das Rechte sehen. Genau. Aus rechtlichen Gründen. Ja, wegen unseren Rechten. Ja, wir haben alle eigene Rechte. Das ist so schlecht. Also die Witze werden ja auch nicht besser. Ich werde von Sekunde zu Sekunde schlechter. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, Uhrzeit oder so. Oh, wo kommt das Ding her? Wir haben es gleich 2 Uhr, von daher, Ja, in 20 Minuten. Das aussieht. Gleich. Ja, sobald, Folgen-Cut ist. Möchte das noch ein bisschen weiter oben haben. Da geht's nach vorne. Ich baue hier gerade so natürlich, als ob ich wüsste, was ich tue. Dabei habe ich gar keinen Plan, was ich hier tue. Das ist halt geil. Ich glaube, ich sprenge ein bisschen mit TNT. Oh oh. Eins. Rettet die Welt, macht Backups. No. Schnell. Kein TNT, kein World Edit. Was brauche ich nicht, ich weiß, was ich tue. Nee, ab und zu ist TNT wirklich besser als. Ich warte jetzt nur drauf, dass irgendwie der Server abspielt. Vor allem wegen dem Satz. Um das zu verhindern, muss ich mal kurz auf einen anderen Server. Was hast du vor? Creeper. Ich bin tot. Im Ernst? 7x6. Bitte lass es in der Aufnahme drinne. Natürlich bleibt das in der Aufnahme drinne. Sehr gut. Zack, so. Ich musste mir nur mal eben auf unserem Server nochmal die Sinks. Scheiße, jetzt habe ich schon verraten, was ich vor. Ich kann einen Screenshot anwenden. Naja, jetzt ist die Spannung raus. Ja, hat es doch schon vorher gesagt. Ja, nachdem du die ganze Zeit über Things redest, war das jetzt ja irgendwie, glaube ich, eine logische Schlussfolgerung. Okay, alles klar. Verdammt, war das so offensichtlich? Nein, gar nicht. So, ich weiß nicht, ob man es erkennt, aber ich habe irgendwas versucht, so eine Art Schwert hier zu klatschen. Das ist übrigens auch ein Wikinger-Chef von uns. Ja, wir haben auch ein Wikinger-Dorf bei uns auf dem Server. Das. Oh, sag mal, ich finde die Things gerade nicht. Ach, da ist sie. Erkennt man das irgendwie als Schwert? Ich glaube schon, oder? Man Nein. Bei mir ungefähr aussehen. Hoffentlich kriege ich das hin. Ah, so, na dann. Genau so. Oh, mir tut der Hintern weh. Natürlich der Plan dahinter, hier wieder. Hab's ja doch richtig gesehen. Hier wieder mit Netherrack arbeiten. Was? Nein. Oh Gott, hier. Bei mir ist Multicube. Ich wollte schon fast auf dem dritten Server diese Aufnahme. So, Webcam verstellt. Ja, was, das, als bei Rompel ist das eher hier gerade eine Servervorstellung. Jo, ja. Dann sind wir jetzt auf dem Multicube-Server und hier sind ganz verschiedene Minigames. Wie, du bist schon wieder auf unserem Server? Hä? Ja, wir haben auch Minigames auf unserem Server. Ja, ich finde es ja edel aus, oder? Afro-Zirkus. Afro. Mir gefällt das. So, jetzt kommt World Edit zum Einsatz. Sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus hier. Jetzt brauche ich ein paar Fackeln. Britney, Bitch. Sieht nicht so scheiße aus. Und, doch tut es. Man kann sich so ein bisschen vorstellen jetzt, wie das hier ablaufen wird. Ich bin echt gespannt, wenn wir den nächsten Rundflug machen in 30 Folgen, wie das dann aussieht bei euch. Wie ist so in 30 Folgen? Irgendwie so viel gefällt mir irgendwie nicht. Kann man nicht irgendwie, wie ist denn hier der Code für Gravel? Mann! Einfach Gravil. Schreib Gravil. Genau. 13. Ja, du hast die Dinger noch an. Guter Plan. Warte, da. Das Ding. Ersetzt. Sieht so aus, als ob. Hat dann noch ein Screenshot von oben. Wo ist der denn? Flash, Replace. Jetzt sind wir jetzt auf dem Server hier. Replace. 13, 1, oder? Wenn ich dann mit 13 und dann Leertaste 1, oder? Ja. Voll viel. Oh, hat nicht funktioniert. Was willst du ändern? Gravel in Stein. Da musst du. Das zu das, ja. Gravel zu 1. Achso, warte, nee, ich muss ja höher. Mann, wahrscheinlich. Okay, den Teil sehe ich jetzt nicht. Muss ich das erstmal so lassen. Hol den da sehen wir auf. Wegen der ganzen Replace habe ich jetzt anstatt Paste Place geschrieben und dachte so, was stimmt da jetzt nicht? Was stimmt da nicht an dem Place? Ich weiß gerade echt nicht, wie ich dieses Ding hier bauen soll, ey. Und
das kommt dahin. Mein zweiter Bildschirm wird gerade extrem ausgelastet mit Fotos hier. Bei mir ruckelt das gerade wie Drecksau hier oder so. Ja, also ich mache nichts mehr mit, weil das heißt, es liegt nicht am Leute. Nein, das liegt nicht am. Ich weiß auch nicht, was das hier ist. Mein Rechner? Ne, läuft alles noch. Keine Ahnung, vielleicht ist auch gerade einfach nur meine Festplatte ein bisschen voll. Der natürlich nicht so gut, ne? Nicht, dass sie gleich voll ist. Ich hab 600 GB frei. Das sollte reichen für heute Abend. Ich hab 1 TB frei. Ich habe auch eindeutig genug frei nach meinen Formatierungsaktionen. Oben machen wir mal ja. Replace 2 mit 1. Zwei Blöcke wurden replaced, ach doch. Der goldene Stab steht mir im Weg. Irgendwie doof. Mein goldener Stab? Nee, mein goldener Stab. Achso, das ist so langweilig dann. Oh bitte. So werden die heutzutage das, gut sein. Der ist mächtiger Stäbe als deiner, ja. Boah, ich sitze gerade so den Hintern wund, das ist nicht mehr feierlich. Ja, ich habe mich auch schon anders hingesetzt. World Edit scheiße ist und mich nicht mag. Es ist so, irgendwie das harte Leben eines Zockers, also der Arsch, irgendwann tut er einfach mal weh nach dem ganzen Tag zocken. Ja. Passiert einfach. Ja, vor allem bei meinem Schreibtischstuhl, der ist so richtig unbequem, weißt du. Ein Rumpelstuhl ist der Oberhammer. Ruckelt das gerade so? Das hast du nur noch gar nicht in live gesehen, ja. Aber mir wurde so viel über ihn erzählt und ich habe so viele Bilder von ihm gesehen. Nacktbilder. Von deinem Stuhlgang. Stuhlgang? Mein Stuhlgang ist immer richtig hart. Oh. Folgentitel: Rumpes harter Stuhlgang. Das sind irgendwie Sachen, ich weiß nicht, so nah möchte ich euch gar nicht kennenlernen, ja, dass ich irgendwie weiß, wie euer Stuhlgang immer ist. Hallo, ich weiß teilweise. Stuhlgang ist hart. Willkommen im Kreis der anonymen Stuhlgänger. Kreis der anonymen Stuhlgänger, ich muss mir den Folgentitel am voraufschreiben. Wait, warte. Ich brauche einen Stift. Also, mir ruckelt das gerade ein bisschen zu extrem. Ich werde an dieser Stelle meine Aufnahme kurz unterbrechen. Ich bin gleich wieder da, bis gleich. Tschüss. Ja. Tschüss. Schlaf gut. Träum was Süßes. Ich bin jetzt hier. Boah, Foto wird mal größer, bitte. So, ich habe mir gerade mal schnell den Folgentitel aufgeschrieben. Sieht gerade voll scheiße aus. Die Haare werden unter das. Irgendwie gefällt mir der Tempel gar nicht. Der passt überhaupt nicht in dem Stil rein, ne? Jetzt sehe ich plötzlich was. Da musst du abreißen und neu machen. Ja, ich würde ja sagen, komm her und gucken dir an, aber. Also, ich finde jetzt das, was ich hier gemacht habe, das finde ich cool. Ich würde auch jetzt gerne sagen, komm her und schau es dir an. Ja. Deswegen. Ja. Ich bin jetzt auf der Höhe. Das dauert nochmal ein bisschen. 2, 3, 4. Ja. Ich reiße einfach mal die obere Schicht wieder weg. Oh, scheiße. Dafür ist Minecraft der da, um was zu bauen, um es danach wieder wegzureißen. Ja, ey. Gut, ganz ehrlich, was ich so, da bin ich wieder. Okay. Ich ratsche im Dubi einfach mal mittendrin rein und es ruckelt echt immer noch. Was ist denn das jetzt hier? Ich weiß nicht, also ich hatte das letzte Mal das Problem mit dem Texture Pack. So, jetzt geht's wieder. Einigermaßen. Das ist mal so. Und das ist auf der anderen Seite genauso. Also ich mache jetzt alles mal ohne World Edit, ja, aber ich weiß nicht, ob das irgendwie leckmäßig irgendwas Auswirkungen hat, aber ich mache jetzt einfach mal ausnahmsweise mal ohne World Edit, diese monotone Arbeit hier. Oh. Mein Beileid. Ja, und ich wollte irgendwas sagen, bevor Corona mich unterbrochen hat, aber jetzt weiß ich es leider nicht mehr. Ich war mit dem falschen Stein. Wollte bestimmt gerade irgendwas Wichtiges aus meinem Leben erzählen. Du wolltest über deinen Stuhlgang erzählen. Oh, echt mal, du wolltest über deinen Stuhlgang reden. Das glaube ich nicht. Wie sieht dein Stuhlgang aus? Ist er mehr flüssig oder mehr hart? Ja, also. Eigentlich mehr flüssig, ja. Wegen dem ganzen Energy gesaufen, eigentlich mehr flüssig. Ah, das kenne ich. Energy Code. Ja. Wenn sich. So, Code auf Speed, weißt du? Ja, der möchte auch immer schnell raus, ja? Das war auch so voll. Ne? Ich lass den erstmal so. Ich lasse den Code jetzt erstmal so, der gefällt mir zwar noch nicht, aber. Also ich trinke sehr viel Energy, ja, das ist eine große Schwachstelle von mir. Ich trinke sehr viel Energy. Ich bin irgendwie schon, glaube ich, echt koffeinsüchtig oder energy-süchtig. Und da ist halt manchmal echt so, wenn ich zum Beispiel am Tag nichts gegessen habe, aber schon 3 Flaschen Energy getrunken habe oder so, ja, dann schießt dann jede Flasche dann sofort raus, halt, wenn ich dann nicht irgendwie mal zumindest mal kurz was dazu schmeiße. Oben rein, unten raus, ne? Ja, das sind Informationen, die wir unbedingt brauchen. Cool. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Er möchte es wissen, ja. Also, boah, das Geräusch geht mir jetzt schon auf den Sack.
Alter. Das wird noch verkleidet. Das Geräusch, wenn man einen Amboss hinsetzt, ist Pong. Das höre ich jetzt so oft, weil ich jetzt so viel Ambosse. Ambosse. Ich glaube, die Mehrzahl von Ambosse ist doch irgendwie so Ambis oder so ein Quatsch. Ambis? Die Amben, Alter. Amben, ja genau. Ich habe aber gewusst, dass es nicht Amboss ist. Amben? Mehrzahl von Amboss ist Amben? Das ist völliger Humbug, ich habe keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen. Amben kommt hin. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an, hier erstmal den Weg jetzt drumherum zu bauen. Ich google das jetzt ganz schnell, das interessiert mich jetzt. Ja, bitte mach mal. Erleuchte uns. Mehrzahl von Amboss. Amboss. Plural. Also Amboss. Amboss, Plural. Nee, Ambosse. Ambosse? Ja, ist einfach Ambosse. Und Anvil ist dann Anvils, ne? Ja. Ja. 9. Hey, ich jetzt hier schönern. Oh nein, so. Ich hatte Google einmal aufgerufen, jetzt leckt. Ne, jetzt nicht mehr. Das ist wie früher in der Schule, bilde wie heißt das? Wenn man hier groß, Größe am größten und so. Na, wie heißt's? Steiger. Genau. Ja, sowas. Sollten wir halt in der Schule machen. Und dann kam das Wort gut. Gut am gutesten. Ja, genau das waren meine Worte. Genau das waren meine Worte. Warum überrascht mich das jetzt auch nicht? Schon. Wieso benutze ich den Ultralativ? Amben? Nee. Amboss. Amboss, genau, Amboss, Amben. Du steigerst einfach alles am Amboss. Du steigerst einfach alles so weit, dass es so scheiße wird. Gut, besser, am besten, scheiße gut. Oh, du bist aber am schnellsten gelaufen, ich bin der Scheißläufer. Das ist doch von diesem Comedian, Philipp irgendwas. Gibt's einen Comedian, der hieß? Philipp Zimli. Genau, Jan Philipp Zimli, dankeschön. Bitteschön, der ist extrem geil. Oh, ja. Bärenkatapult! Was? Bärenkatapult! Was? Bärenkatapult! Aber wieso? Awesome! Nein, fick dich deshalb. Achso. Mann, ich hab's einmal geguckt, jetzt ist versaut, tut mir leid, ich bin scheiße. Boah, mir regt dieses Geräusch so auf. Bong, 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 bong. Bom, 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 bom. Wette, es gibt auf YouTube einen Clip, wo jemand mit Minecraft Amboss Sounds diese Melodie nachgemacht hat. Ich wette drum. Dong, 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 dong. Oh, die erste Gegner, der meine Burg anfällt, ja. Keine Ahnung. Überrennt. Keine Ahnung. Oh, ich hab schon mal. Also ich hab schon ein paar Untote als hier Wachleute hier. Oh, das sieht ganz schön. Ich bin aus. Ja richtig dumm, bin ich. Ich bin ja so richtig strunzage. Selbsterkenntnis ist der erste Wichtigste. Ja, definitiv, Rompe, bist du. Bist du. Na, danke für die Bestätigung. Wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das? Leute, komm, sag mir, wie machen wir das? Wir machen das jetzt, so, dass du das alleine machst, ja. Ich glaube, ich gehe hier nochmal ein bisschen schmaler, ne? Ein bisschen schmaler und dann geht's schon. Ein bisschen schmaler wird das von allein, sagt mein Mann. Wie bitte? Was ist mein Gott! Was ist mit dir los, Ente? Was ist denn los mit dir? Das ist ein typisch schlechter Pornotitel. Was zum Teufel? 6, 8, 10. Dafür bin ich schon so, dass ich nochmal nachzählen muss. Zu schön, ey. Das passt doch nicht hin. Bong. So, liebe Zuschauer, was meint ihr? Sieht das schon ansatzweise gut aus? Nein. Gut, dass wir uns einig sind. Was mir gerade so einfällt, ich bräuchte noch eine Tür, dass man hier außen noch hingehen kann. Fenster wäre auch nicht schlecht, wa? Oh, den geht schon von vorne wieder. Ich warte, Fenster können wir schon mal hier so hinklatschen, oder? Ja, ja. Ja, schaut schon scheiße aus, geht, kann man nehmen. Einfach. Dann so, dann kommt der hier. Ich schon weiß, dass hier eine Brücke kommt.
dann kommt hier wieder einer hin. Nee, Quatsch. Mach ich da. Hier kommt einer hin. Entschuldigung. Das kommt hin. Hey, warum ist schon hier? Ich weiß nicht. Hier habe ich mich rausgebuddelt. Die ist sie doch auch so ein Fuß. Also, die fängt sich sowas von... Die sind sowas von unspektakulär. Ich glaube, das sind sie so spektakulär. Vielleicht stand ich weiß nicht, was ich meine. 2, 4, 5. Jetzt die Frage, wie breit mache ich den Weg jetzt, die Brücke, die ich hier vorhabe zu bauen? Weil, wie gesagt, wo wir den Rundgang gemacht haben, wird dieser Weg ja hier abgetrennt. Der wird ja nicht lange existieren, beziehungsweise ob ich den lasse und da irgendwas anderes einfach hinbaue, so eine Art Mauer oder Lavafall, keine Ahnung, tödliche Speerspitzen aus Gift mit explosiven Nutten. mal gucken, weiß ich noch nicht, was da kommt. Der Tempel gehört mir gar nicht. Ich werde den nochmal wegreißen, der sieht scheiße aus. Der Reimer hier. Ja. Ohne Witz, ey. Ohne Witz. Ohne Scheiße, denk mal über eine Rapper-Karriere nach, Ente. Oh yeah. MC Ente. Nein. Obwohl, es gibt ja jetzt beim Julians Blog Battle, unbeteiligt mich, ich guck's. Gibt's ja jetzt so eine Ente, die da mitmacht. Also, oh. Spongeboss kommt jetzt Endboss oder was? Nee, der hieß, boah, wartet. Da guck ich jetzt mal nach, wer der hieß. Julians Block Battle. Ah, das User fehlt, sorry. Ich bin voll doof am Schreiben. Aber voll doof. Ich komm vor mir schreiben so. Mal hier, zum Glück geht der Autoplay nicht direkt an. Genau, SpongeBoss heißt er. Nein, der hieß. Entertainment. Oh. Alter, weh, der macht meinen Slogan noch. Mein Slogan ist Gummientchen Entertainment, ja. Alter, das gibt aber ganz böse auf die Mütze von meinen Anwälten. Der hat dich bestimmt gesehen und jetzt macht er dich nach, ne? Also, genau, ja, klar. Ein großer Fan von dir und dachte so, ja, kann ich schon. Also Cydia, hör auf damit. Cydia, das geht ja mal gar nicht. Cydia ist unser Sündenbock für alles hier, ey. Auch in der letzten der einen Folge mit Rompe, Cydia war Sündenbock. Cydia war schuld, Cydia ist voll der Drecksack. Ja, Cydia ist voll scheiße. Echt ohne Scheiß, ich mag den nicht, ey. Nee, den hassen wir alle. Der soll mal sterben gehen. Und super ja. AIDS. An Super AIDS? An Super AIDS. Krasser Scheiß. Ja. Also AIDS wäre ja schon schlimmer, aber Super AIDS, Leute, zahlt man nicht so gemein. Geht nee, so. Ich weiß, man muss ihm einfach das Schlimmste gönnen, weißt du? Einfach das Schlimmste gönnen. Das Schlimmste gönnen? Irgendwie ein ja. Widerspruch in sich. Nee, nicht unbedingt, ne? Gewisse Leute verdienen das Schlimmste und das gönnt man denen halt, ne? Packen wir es uns so, das Schlimmste gönnen? Da wir das ist ja diese Folge ist mit diesem deutsch-grammatikalisch alles richtig und falsch Ding. Das Schlimmste gönnen. Ja. Ich trinke mal einen Schluck, ich muss nachdenken. Das Schlimmste gönnen. Und ihm halt das Schlechte gönnst dem halt das Schlimmste. Aber ich weiß, sagt man gönnen nicht nur in dem Fall, wenn er es genießt? Aber was ist, wenn du es selber genießt? Wenn du es selber genießt, wenn er leidet? Dann ist das trotzdem noch was mit genießen, aber nur bei dir und nicht bei ihm. Irgendwie gefallen mir die Stützen nicht. Schauen wir doch mal, wo ich hier rauskomme. Kommt Buddel und dann lernen wir auf einmal wie. Also, Dings hier, ne? Du, genau, du bist angesprochen. Weh, du kommst bei mir raus. Ja, du. Hier, Corona. Du. Du. Einiges höher, krass. Auch nicht in den kompletten Berg, Alter. Ja, ich mal was fertig noch? Geschichte. Oh. Bis wohin? Das müsste bis. Weiß ich, kann es gut aussehen oder nicht? Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Hier. Nee, da trappen wir. Ja. Wieder zurück zum Original. Okay. Zurück zum bin ich auch gerade bei. Ich brauche was anderes. Ich brauche Beleuchtung jetzt erstmal. Hier machen wir eine Beleuchtung Art rein. So. Boah, das Ding regt mich gerade voll auf, ey. Was tut es?
Deck mich auf. 2, 4, 6, 8, 9, 9. Also Zwings nachbauen ist schon mal Respekt, Alter. Das will ich jetzt nicht. Naja, nicht jetzt direkt 1 zu 1, sondern wir haben auf unserem Server so ein Imitat, so ein ungefähr ein, ja, dass man sieht, was es sein soll. Weiß nicht, irgendwie ja und irgendwie nein. Ja, ich hab's doch nicht alle im Body 1 zu 1 nach. Ich bin noch nicht behindert. Naja, geht so. Oder hab zu viel Zeit. Und da sind wir, baue ich ja noch eine Vorlage. Ich muss mal schauen. Oh Gott, hallo. Ich muss erst mal ganz kurz schauen, was jetzt hier die maximale Bauhöhe ist. Nicht, dass ich meinen Turm irgendwie noch höher baue und dann geht er gar nicht mehr so, wie ich ihn hoch haben will. Hier ist 9. Doch am Spawn damals so einen hohen Tower gebaut, wo jetzt die Lava runterkommt. Ja. Maximale Bauhöhe. Ja, ich glaube, die Bauhöhe, die reicht auf jeden Fall aus, um meinen Turm groß genug zu bekommen. Wenn es so groß wird, obwohl so könnte ich ihn wirklich machen, das wäre voll gigantisch, oder Leute? So, das setzen wir uns mal als Ziel. Boah, das sieht so unglaublich scheiße aus, was ich hier gerade baue. Ich denke, alles, was du baust, scheiße aus. Gar nichts. Also, wenn ich das ich wirklich so. Ich hab das akustisch nicht verstanden. Ja. Ich dachte, sieht nicht alles scheiße aus, was du baust. Achso. Oh, um 41. Naja. Also der eine Block, der bleibt da oben, das soll unsere Zielmarkierung sein. So hoch möchte ich den Tower mindestens bekommen. Und dann wäre er voll episch. 70. Das auf 70, das ist auf 70. Wisst ihr, wenn sich Glowstones mal hiermit verbinden würden, also mit diesen Kobbelzäunen, Mauern. Und mit Kobbelmauern. Jetzt. Ich weiß nicht, ich hatte. Hi. Gib mir einen Stern zusammen. So, also. Ich würde hier das wieder angucken. Hat jetzt so spiegelverkehrt. Auch hier. Da, dieser Sand. Teppich kann man. Also, Teppich kann man nicht irgendwie kopfüber einbringen, oder? Ich bin gerade auf ohne Ende und selbst ich bin schon bei 27 Minuten. Ich habe 2 Minuten Pause gemacht. Also, es ist Zeit. Oh. Ja, wir müssen. Wollte nicht Ente aufpassen. Ja, so. Wir haben es auf 2 Uhr. In Deutschland gesagt, wir hören um 2 Uhr. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade nur die Falltüren anbringen. Also, ich bin. Ja. Okay, ja. War irgendwie gerade bei mir alles weg. Ja, okay. Da. Ja, ich würde dann sagen, an dieser Stelle auch wieder vielen Dank fürs Zusehen. Ich habe mir mal ein bisschen zurückgehalten, aber die anderen haben ja ganz gut da... Ja, ich muss gerade noch nachschauen nebenbei. gut, dann werde ich vielleicht gleich nochmal eine alleine machen, mal schauen. Und ich klinge mich auf jeden Fall jetzt aus hier und ihr auch. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao, Leute. Macht's gut.